Was ist Inklusion? Um mich erst einmal kurz vorzustellen, mein Name ist Winfried Hoffmann, ich wohne in Dillingsaar, bin unter anderem Beauftragter für die Belange der Menschen mit Behinderung in Dillingsaar, Saarlandbotschafter der Sozialhelden Berlin und Vorsitzender des neu gegründeten Inklusionsbeirats in Dillingen. Diesen großen Verantwortung geschuldet setze ich mich vehement für die Inklusion jedes Einzelnen ein und arbeite mit vielen Behindertenvertretern, Behörden und Verwaltungen Hand in Hand zusammen, um die gewünschten Ziele zu erreichen. An dieser Stelle freue ich mich ganz besonders auch, dass Frau Krauthausen hier an der Demonstration mit teilgenommen hat. Gelebte Inklusion. Inklusion kennt keine Grenzen. Und Demokratie braucht Inklusion. Was ist Inklusion eigentlich? Viele Menschen haben den Begriff schon gehört. Aber was genau steckt dahinter? Und was bedeutet Inklusion für jeden von uns persönlich? Inklusion bedeutet, dass jeder Mensch ganz natürlich dazugehört. Egal, wie man aussieht, welche Sprache man spricht oder ob man eine Behinderung hat. Jeder kann bei der Inklusionsarbeit mitmachen. Zum Beispiel Kinder mitten ohne Behinderung lernen zusammen in der Schule. Wenn jeder Mensch überall dabei sein kann, am Arbeitsplatz, am Wohnort oder in der Freizeit, das ist Inklusion. Gemeinsam verschieden sein. Weil alle Menschen dabei sein können, ist es normal, verschieden zu sein. Und alle haben etwas davon. Wenn es zum Beispiel weniger Treppen gibt, können Menschen mit Kinderwagen, ältere Menschen und Menschen mit Behinderung viel besser dabei sein. In einer inklusiven Welt sind wir alle Menschen offen für andere Ideen. Wenn man etwas nicht kennt, ist das nicht besser oder schlechter. Es ist normal. Jeder Mensch soll so akzeptiert werden, wie er oder sie ist. Inklusion ist Menschenrecht. Jeder Mensch hat das Recht auf eine uneingeschränkte Teilhabe und auf ein selbstbestimmtes Leben in unserer Demokratie. Die UN-Behindertenkonvention ist das Recht auf Inklusion. In der UN-Behindertenkonvention ist das Recht auf Inklusion festgeschrieben. Die UN-Behindertenkonvention ist ein Vertrag, den viele Länder unterschrieben haben, auch Deutschland. Doch Deutschland und die anderen Länder müssen noch viel dafür tun, damit der Vertrag eingehalten wird. Inklusion für alle. Nur wenn viele Menschen mitmachen, kann Inklusion funktionieren. Jeder kann dabei helfen, zum Beispiel im eigenen Zuhause, in der Schule, im Sportverein, im Job, in der Freizeit, auf der Straße, einfach überall. Je mehr wir über Inklusion wissen, desto weniger Angst haben wir davor. Keiner sagt dann mehr, das geht nicht. Durch meine jahrelangen Aktivitäten in Dillingen, in den Landkreisen, in Saarbrücken und über die saarländische Grenze hinaus bis nach Berlin kann ich sagen, dass wir noch sehr viel zu tun haben. Viele Orte, Geschäfte, Straßen, Wege und selbst Wege und Plätze, Bushaltestellen, Freizeiteinrichtungen sind noch nicht barrierefrei und machen eine selbstständige Teilhabe am Alltagsleben für viele benachteiligte Bürger schlichtweg unmöglich. Auch viele Behörden und Verwaltungen können die Inklusion noch nicht wirklich umsetzen. Es passieren noch viel zu viele Fehler. Diese Barrieren gilt es abzubauen. Aus diesem Grunde bin ich heute hier in Burbach bei der Demonstration dabei. Ich wünsche mir, dass wir auch heute unser Ziel erreichen, um einem betroffenen Menschen die Teilhabe am Leben wieder zu ermöglichen. Hand in Hand für die Inklusion. Es ist normal, verschieden zu sein. Winfried Hoffmann in Burbach am 24.01.2019.